Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsbericht 2022. Auch denjenigen, das wurde ja schon gesagt, die an der Veranstaltung per Livestream teilnehmen, sage ich ein herzliches Willkommen. Nach dreijähriger Unterbrechung findet unsere Bilanzpressekonferenz wieder im Präsenzformat statt. Zum ersten Mal hier in der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hessen. Denn wie Sie alle wissen, haben wir unser Haupthaus an der Wilhelm-Ebstein-Straße freigeräumt, damit es nach 50 Jahren Nutzung grundlegend saniert und modernisiert werden kann. Ebenfalls eine Premiere ist die personelle Konstellation, in der wir Sie heute begrüßen. Ingrid Herden leitet seit Oktober 2022 den Zentralbereich Kommunikation und Joachim Würmeling verantwortet seit Beginn dieses Jahres im Vorstand den Zentralbereich Controlling, Rechnungswesen und Organisation. Er wird Ihnen im weiteren Verlauf Details zu unserem Jahresabschluss vorstellen und erläutern. Und seien Sie nicht irritiert, dass ich ab und zu meine Nase putzen muss, weil ich leider eine kleine Erkältung mitgebracht habe von der letzten Dienstreise aus Indien. Also haben Sie Nachsicht, wenn das ab und zu mal geschehen muss. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die Wirtschafts- und entsprechende Preisentwicklung sowie die damit verbundenen geldpolitischen Entscheidungen. Meine Damen und Herren, seit nunmehr einem Jahr tobt der schreckliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das Ausmaß an Verwüstung und Zerstörung und das menschliche Leid sind entsetzlich. Auch wirtschaftlich haben der Krieg und seine Begleiterscheinung Spuren hinterlassen, insbesondere die durch ihn ausgelöste Energiekrise. So wurde die Erholung von der Corona-Pandemie in Deutschland erheblich ausgebremst. Nur zur Erinnerung: Anfang 2022 erwartete die Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft eine Jahreswachstumsrate von 3,6%. Tatsächlich waren es dann kalenderbereinigt 1,9% reales Wachstum. Also etwa halb so viel wie zu Jahresbeginn erwartet, aber deutlich besser als zwischenzeitlich befürchtet. Nicht nur die Energiekrise und die dadurch ausgelösten starken Preissteigerungen belasteten die deutsche Wirtschaft. Auch Lieferengpässe machten ihr weiterhin zu schaffen. Der Ukraine-Krieg verschärfte die Engpässe zeitweise noch. Geschäftsklima und Konsumlaune trübten sich massiv ein. Unsicherheit machte sich breit. Einerseits wegen des außerordentlich hohen Anstiegs der Verbraucherpreise, andererseits wegen der Energieversorgung. Dennoch legte der private Konsum kräftig zu. Das war insbesondere den Aufholeffekten nach dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen zu verdanken. Die Lockerungen sorgten vor allem in konsumnahen Dienstleistungssektoren für Auftrieb. Im Sommer übertraf die Wirtschaftsleistung erstmal wieder den Stand vor der Pandemie. Gegen Jahresende ließen die positiven Impulse aus der Aufhebung der Schutzvorkehrungen allerdings nach. Zudem kühlte sich die Weltwirtschaft zunehmend ab. Das dämpfte die Exportnachfrage. Und vor allem belasteten die Unsicherheit über die Energieversorgung und deren Kosten die Unternehmen und privaten Haushalte stark. Zwar entspannte sich die Lage an den Energiemärkten im Laufe dieses Winterhalbjahres und dank Sparbemühungen sowie milder Temperaturen konnte die befürchtete Gasmangellage abgewendet werden. Dennoch war die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2022 um 0,4% geringer als im Quartal zuvor. Auch im ersten Quartal 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung sinken. Im Frühjahr konnte es zwar langsam wieder aufwärts gehen, eine wesentliche Verbesserung ist vorerst aber noch nicht in Sicht. Eine spürbare konjunkturelle Erholung erwarten unsere Fachleute nach wie vor erst im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Im Gesamtjahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt aus heutiger Sicht wohl leicht zurückgehen, allerdings weniger stark als im Dezember prognostiziert. In der deutschen Wirtschaftsgeschichte wird 2022 mit einer der höchsten Inflationsraten seit Bestehen der Bundesrepublik eingehen. Der für die Geldpolitik im Euroraum relevante harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI stieg um 8,7%.
Im Jahresverlauf kletterte die HVPI-Rate zeitweilig sogar auf zweistellige Werte. Im Euroraum insgesamt belief sich die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt auf 8,4%. Das war mit Abstand der höchste Wert seit Einführung des Euro. Treiber der Inflation waren insbesondere die kräftig gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreise, aber auch Industrieerzeugnisse ohne Energie und Dienstleistungen verteuerten sich deutlich. Wichtig ist der Hinweis, dass sich der Preisauftrieb schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt hatte. Die Weltwirtschaft hatte sich überraschend schnell von der pandemiebedingten Krise erholt. Bei noch bestehenden Lieferkettenstörungen und wegen des starken Nachfrageschubs kam es deshalb zu Angebotsengpässen. Mit dem Krieg und seinen Folgewirkungen zog die Inflation erheblich an. Und zwar in voller Breite. Das zeigte sich nicht zuletzt im Anstieg der Kerninflationsraten. So lag die Jahresrate des HVPI hier eben ohne Energie und Nahrungsmittel im Januar in Deutschland bei 5,1%, im Euroraum bei 5,3%. Die Zahlen zeigen uns, dass der zugrunde liegende Preisdruck nach wie vor sehr hoch ist. Zwar gehen auch wir davon aus, dass der Höhepunkt der Inflationswelle überschritten ist, aber wir erwarten, dass die Teuerungsrate nur allmählich sinken wird. Der EZB-Stab veröffentlicht seine aktualisierten Prognosen in 2 Wochen. Dem möchte ich hier nicht vorgreifen. Erlaube mir jedoch folgenden Hinweis. Der jüngste Rückgang der Energiepreise beeinflusst zwar den kurzfristigen Ausblick, am mittelfristigen Prognosebild ändert er aber erst einmal nichts Wesentliches. Für Deutschland gehen unsere Expertinnen und Experten mittlerweile davon aus, dass wir für den HVPI im Jahresdurchschnitt 2023 bei einer Inflationsrate zwischen 6% und 7% landen werden. Aber auch 2024 und womöglich auch 2025 werden die Inflationsraten einschließlich der Kernrate noch deutlich oberhalb der 2%-Marke liegen. Zum einen werden die staatlichen Energiepreisbremsen auslaufen, was mit entsprechenden Rückpralleffekten verbunden sein wird. Zum anderen dürften sich die überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen zunehmend in den Preisen niederschlagen. Eine zeitnahe Rückkehr zu einer Zielinflationsrate von 2% im Euroraum ist jedenfalls kein Selbstläufer. Kommt zur Geldpolitik. Es braucht daher eine Geldpolitik, die entschlossen handelt und die notwendigen Schritte unternimmt, um Preisstabilität wiederherzustellen. Noch vor einem Jahr, meine Damen und Herren, war die europäische Geldpolitik außerordentlich expansiv ausgerichtet. Der Einlagesatz stand bei minus 0,5% und das Eurosystem stockte seine Wertpapierbestände weiter auf. Dann folgte die Kehrtwende. Ein geldpolitischer Kurswechsel, wie man ihn lange nicht gesehen hatte. Ende März wurden die Nettokäufe im Pandemieprogramm PEP eingestellt, 3 Monate später im älteren geldpolitischen Kaufprogramm APP. Im Juli hob der EZB-Rat die Leitzinsen um 50 Basispunkte an und beendete damit das Kapitel der Negativzinsen. Es folgten 2 Zinsschritte von 75 Basispunkten und 2 weitere von 50 Basispunkten. Innerhalb von nicht einmal 8 Monaten wurden die Leitzinsen also um 300 Basispunkte erhöht. Und für März hat der EZB-Rat eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte in Aussicht gestellt. Daneben gab es im geldpolitischen Rahmenwerk eine Reihe weiterer Anpassungen, von denen ich eine an dieser Stelle erwähnen möchte. Die Einrichtung des Instruments zur Absicherung der Transmission, kurz TPI. Es kann eingesetzt werden, falls ungeordnete und fundamental nicht zu erklärende Marktentwicklungen das Erreichen von Preisstabilität gefährden. Das TPI soll gewährleisten, dass der geldpolitische Kurs reibungslos
auf alle Länder des Euroraums übertragen wird oder im Fachjargon die einheitliche geldpolitische Transmission sicherstellen. Bevor das TPI aktiviert werden kann, muss eine umfassende Prüfung durch den EZB-Rat vorausgehen. Bisher musste es nicht entsprechend aktiviert werden und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Auf unserer jüngsten Sitzung haben wir zudem den Einstieg in den Abbau der Bestände im APP beschlossen. Vom März bis Juni 2023 sollen von den auslaufenden Wertpapieren jeweils durchschnittlich 15 Milliarden Euro nicht mehr ersetzt werden. Das entspricht ungefähr der Hälfte der jeweiligen Fälligkeiten. Es ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur geldpolitischen Normalisierung. Das Eurosystem hat seine Bilanz in den vergangenen Jahren aus geldpolitischen Erwägungen enorm ausgeweitet. Der hohe Bestand an Wertpapieren in Zentralbankbesitz wirkt sich insbesondere am längeren Ende der Zinsstrukturkurve dämpfend aus. Am kurzen Ende hingegen hebt das Eurosystem die Zinsstrukturkurve mit kräftigen Leitzinsschritten nach oben. Das passt auf Dauer nicht zusammen. Es gibt im Übrigen keinen Grund, das Finanzsystem dauerhaft derart üppig mit Liquidität wie gegenwärtig zu versorgen. Ich bin deshalb dafür, im Lichte der bis dahin gewonnenen Erfahrung von Juli an einen steileren Abbaupfad zu wählen. Ich gehe davon aus, dass die Märkte den Abbau der Anleihebestände des Eurosystems gut verkraften werden. Und in Anbetracht des gegenwärtigen Inflationsausblicks dauert es sonst einfach zu lange. Schließlich müssen wir die derzeit 15 Milliarden Euro in Relation zum geldpolitischen Wertpapierbestand von knapp 5 Billionen Euro sehen. Im Fokus der aktuellen geldpolitischen Debatte steht weiterhin die Zinsentwicklung. Klar ist, der angekündigte Zinsschritt im März wird nicht der letzte sein. Auch danach könnten noch weitere Zinsschritte notwendig sein. Selbstverständlich beurteilen wir die Situation bei jeder Sitzung neu. Wir sind nicht vorab festgelegt. Aber Stand heute halte ich noch höhere Leitzinsen für erforderlich, damit die Inflationsrate zeitnah zu unserem 2%-Ziel zurückkehrt. Dafür brauchen wir ein ausreichend hohes Zinsniveau. Und ganz wichtig, wir müssen dieses Niveau so lange halten, bis wir in den Daten und Projektionen hinreichend starke Belege sehen, dass die Inflation zu unserem mittelfristigen 2%-Ziel zurückkehrt. Das muss sich auch in der zugrunde liegenden Inflation widerspiegeln. Bevor das nicht der Fall ist, stehen Zinssenkungen nicht auf der Agenda. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Sowohl die Realwirtschaft als auch die Finanzmärkte haben die geldpolitische Straffung im Übrigen gut verkraftet. Jetzt zögerlich zu handeln, die Straffung frühzeitig zu beenden, gar zu lockern, wäre ein Kardinalfehler. Denn die Gefahr wäre groß, dass sich die kräftige Inflation dann immer weiter in unser Leben frisst. Dass sich die Inflation auf erhöhtem Niveau verfestigt, das ist letztendlich das, wo es darum geht, wie die Geldpolitik zu agieren hat und was es zu verhindern gilt. Und es gäbe dann immer noch das Risiko, dass sich die längerfristigen Inflationserwartungen von ihrem Anker lösen. Der Blick auf marktbasierte Indikatoren und Expertenbefragung zeigt seit Sommer letzten Jahres deutliche Anstiege. Allerdings sind die umfragebasierten längerfristigen Erwartungen von Fachleuten zuletzt wieder in Richtung unseres Ziels zurückgegangen. Leichte Rückgänge sehen wir jüngst auch in unseren Bundesbankbefragungen unter Haushalten und Firmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten im Durchschnitt der kommenden 5 Jahre ebenfalls etwas niedrigere Inflationsraten als noch im Herbst. Das sollte uns aber nicht dazu verleiten, nachzulassen. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass die Erwartungen auch deswegen gesunken sind,
weil die Befragten von unserer Entschlossenheit überzeugt sind. Die Menschen sehen, dass wir entschlossen gehandelt haben. Und sie erwarten, dass wir weiter entschlossen handeln, bis wir unseren Job gemacht haben. Würden wir diese Erwartung enttäuschen, dürften wir uns nicht wundern, wenn die Inflationserwartungen wieder steigen. Es ist unsere Aufgabe, die Inflation zu senken und Preisstabilität wiederherzustellen. Unsere Verantwortung. Aber natürlich sollten sich auch andere Akteure ihrer Verantwortung bewusst sein. So sollte die Fiskalpolitik möglichst gezielt nur diejenigen entlasten, die von den Preissteigerungen am stärksten betroffen sind. Und nur so lange wie nötig. Je breiter und ungezielter entlastet wird, desto mehr geht von der Fiskalpolitik zusätzlicher inflationärer Druck aus. Das sollte vermieden werden. Auch sollte die Fiskalpolitik der Versuchung widerstehen, Haushaltsspielräume für zusätzliche Ausgabenprogramme zu nutzen. Und mit diesen Ausführungen würde ich jetzt zu unserem Jahresabschluss kommen. Im Jahr 2022 musste die Bundesbank besondere finanzielle Belastungen tragen. Der Anstieg der US-Kapitalmarktzinsen war ein Grund dafür. Er führte zu einem Wertverlust unserer Devisenreserven. Der Anstieg der Leitzinsen im Euroraum war ein zweiter Grund. Die Zinserhöhungen des Eurosystems sind erforderlich, um die hohe Inflation, ich habe es ja eben gerade ausgeführt, zu bekämpfen. Sie belasten aber den Nettozinsertrag und das Ergebnis aus den sogenannten monetären Einkünften. Aufgrund der Leitzinserhöhung zahlen wir und andere Zentralbanken des Eurosystems nun höhere Zinsen auf die Einlagen, die die Geschäftsbanken bei uns halten. Gleichzeitig bleiben die Erträge aus den weiterhin sehr umfangreichen Anleiheportfolios mit ihren längerfristig festverzinsten Positionen zunächst relativ stabil. Das heißt, wir haben hier diesen Mismatch zwischen unserer Aktiv- und unserer Passivseite. Zwar gab es auch Entlastungen, die aus den getroffenen geldpolitischen Beschlüssen resultieren. Dazu gehörten der Wegfall der gestaffelten Verzinsung von Einlagen und der besonders günstigen Verzinsung der Refinanzierungsgeschäfte der sogenannten GLRG3. Das waren die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte. Insgesamt überwogen jedoch die finanziellen Belastungen. Auf die mit den umfangreichen Wertpapierankäufen verbundenen finanziellen Risiken hat die Bundesbank immer wieder hingewiesen und entsprechende Vorsorge getroffen. Bereits ab dem Geschäftsjahr 2010 wurden umfangreiche allgemeine Wagnisrückstellungen gebildet. Mit dem Jahresabschluss 2016 begann der Aufbau einer Risikovorsorge für Zinsänderungsrisiken. Und bei den jährlichen Pressekonferenzen, einige von Ihnen waren ja dabei, wurden dann die Risiken regelmäßig erläutert. In den vergangenen 2 Jahren, also für die Jahre 2020 und 2021, war die zusätzliche Risikovorsorge der wesentliche Grund, weshalb die Bundesbank keinen Gewinn ausgeschüttet hat. Insgesamt wurden Wagnisrückstellungen in Höhe von gut 20 Milliarden Euro gebildet. Für das Geschäftsjahr 2022 weist die Bundesbank ein Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung von 0 aus. Dabei greifen wir in Höhe von 1 Milliarde Euro auf unsere Wagnisrückstellung zurück. Im vergangenen Jahr lagen die Leitzinsen bis zum Juli noch historisch niedrig. Die finanziellen Belastungen aus dem Zinsanstieg waren deshalb bislang noch begrenzt. In den kommenden Jahren dürften die Belastungen in der Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbank deutlich zunehmen. Mit der Inanspruchnahme für 2022 verringert sich die Wagnisrückstellung auf 19,2 Milliarden Euro. Als zusätzlicher Puffer steht die gesetzliche Rücklage in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Dauer und Höhe der kommenden finanziellen Belastung der Bundesbank sind in hohem Maße ungewiss. Auf der Grundlage verschiedener Berechnungen dürfte unsere Risikovorsorge auch im laufenden Jahr
noch ausreichen. In den Folgejahren werden die Belastungen unsere finanziellen Puffer aber wahrscheinlich übersteigen. In diesem Fall werden wir einen Verlustvortrag ausweisen. Das hat die Bundesbank bereits in den 1970er Jahren getan. Es ist insoweit nichts Neues. Mithilfe künftiger Gewinne werden wir dann den Verlustvortrag dann im weiteren Verlauf wieder abbauen, wie es bereits in den 1970er Jahren praktiziert wurde. Die Bilanz der Bundesbank ist solide. Meine Damen und Herren, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat in einem Papier zu Zentralbankverlusten kürzlich klar formuliert. Ich zitiere aus dem Papier. Im Gegensatz zu Geschäftsbanken streben Zentralbanken keine Gewinne an. Sie können nicht im herkömmlichen Sinne zahlungsunfähig sein, da sie im Prinzip mehr Geld ausgeben können, um ihren Verpflichtungen in der Landeswährung nachzukommen. Und sie müssen gerade wegen ihres einzigartigen Zwecks keine aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanforderungen erfüllen. Wir haben den Auftrag, und ich denke, ich habe es deutlich gemacht, für Preisstabilität zu sorgen. Diesen Auftrag müssen und werden wir erfüllen. Die Ertragsentwicklung jetzt und in den kommenden Jahren ist letztlich das Ergebnis der außerordentlich expansiven Geldpolitik der vergangenen Jahre. Nun ist eine straffe Geldpolitik erforderlich, um Preisstabilität zeitnah wiederherzustellen. Wenn damit finanzielle Belastungen verbunden sind, müssen wir das und können wir das verkraften. Die Belastungen werden vorübergehen, anschließend werden wir wieder Gewinne erzielen. Das Eurosystem muss jetzt das Notwendige tun. Und nun darf ich an der Stelle an meinen geschätzten Kollegen Joachim Würmeling übergeben, der Ihnen weitere Details zu unserem Jahresabschluss präsentieren wird. Vielen Dank soweit und wir haben sicherlich gleich noch Gelegenheit, bei Fragen das ein oder andere Thema intensiver zu besprechen. Joachim? Ja, vielen Dank, lieber Namensvetter, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Auch von meiner Seite bin heute erstmals in dieser neuen Verantwortung hier. Allerdings bin ich mit Bankbilanzen natürlich über die Tätigkeit als Bankaufseher schon ein bisschen vertraut, aber es ist doch so noch mal eine sinnstiftende Erfahrung, wenn man dann selber mit Verantwortung für eine Bilanz trägt. Ja, vielleicht ein paar Zahlen über die wichtigen Kenngrößen, die Präsident Nagel schon genannt hat, hinaus, die mir bemerkenswert erscheinen. Einmal zur Bilanz und einen zur Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanz zeichnet sich eigentlich nur geringfügige Veränderungen. Die Bilanzsumme als Ergebnis der geld- und währungspolitischen Aktivitäten ist im Jahr 2022 nicht mehr weiter gewachsen, sondern um 108 Milliarden Euro gesunken. Damit liegt sie mit 2,9 Milliarden Euro etwa 4% unter dem Rekordstand des Vorjahres von über 3 Billionen Euro. Wesentlicher Grund für den aktuellen Rückgang der Bilanzsumme sind auf der Aktivseite der Bilanz die Forderungen aus den geldpolitischen Operationen, die um 184 Milliarden Euro zurückgegangen sind und insbesondere wegen der vorzeitigen Rückzahlung der TLTRO-Kredite. Herr Nagel hat darauf schon hingewiesen. Dagegen sind die Euro-Wertpapiere aus den geldpolitischen Ankaufprogrammen ja noch mal gewachsen. Wir haben im ersten Jahreshälfte noch weiterhin zugekauft, und zwar um 45 Milliarden Euro aufgrund des PSPPs, PSPP und PEP-Anleihekäufe im ersten Halbjahr. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Bilanzsumme waren in den beiden Vorjahren die Liquiditätszuflüsse aus dem Ausland. Die sind aber 2022 zum Stillstand gekommen. Der Anstieg beläuft sich auf 8 Milliarden Euro. Die Forderung Target-Salden liegt beim Bilanzstichtag mit einer Summe von 1,2 Billionen Euro sehr nah an dem Höchststand von 1,277 Billionen Euro von Ende 2022. Kommen wir dann zur Passivseite der Bilanz. Dort haben wir einen deutlichen Rückgang der Einlagen. Die Euroguthaben der in- und ausländischen Einleger
haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der niedrigeren Bestände der öffentlichen Haushalte und auch der ausländischen Zentralbanken verringert, und zwar immerhin um 27% beziehungsweise von 198 Milliarden Euro auf 533 Milliarden Euro. Dagegen sind die Verbindlichkeiten aus den geldpolitischen Operationen gegenüber dem Jahresende um 62 Milliarden auf 1200 Milliarden angewachsen. Das sind halt die Einlagen der Banken. Sie haben sich also ungefähr um 5% erhöht. Im gesamten Eurosystem liegen in der Tat fast ein Drittel der Einlagen aller Kreditinstitute bei der Bundesbank. Weiter gestiegen ist das Volumen der von der Bundesbank ausgegebenen Banknoten, und zwar von 16 Milliarden Euro auf 900 Milliarden Euro, eine Steigerung von 2%. Interessant in diesem Zusammenhang ist sicher der Ausgleichsposten aus Neubewertung. Das ist eine Position, die es ermöglicht, die Volatilität der Bilanz der Bundesbank durch Wertveränderungen gering zu halten. Wie sich die Neubewertungsreserven aufschlüsseln, sehen Sie hier. Die wichtigste Neubewertungsreserve ist natürlich das Gold, die 3.355 Tonnen Gold. Deren Wert liegt in der Tat knapp 180 Milliarden Euro über den Anschaffungskosten und bildet deshalb eine Reserve für uns und ist Teil der erheblichen Eigenmittel der Bundesbank, die Solidität unterstreichen, auf die der Präsident hingewiesen hat. Insofern, glaube ich, kann man sagen, dass die Bundesbankbilanz auf felsigem Grund steht, und das lässt uns sicher, erleichtert uns auch, über einen gewissen Zeitraum Verluste zu verkraften. Und da bin ich schon beim zweiten Abschnitt, nämlich der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ertragslage ist deutlich ungünstiger als 2022. Die Zinswende hat da sehr viel in Bewegung gebracht. Allerdings schlagen sich die Leitzinserhöhungen auf beiden Seiten der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. Wieder, sie führen an einem sehr komplexen Gebilde von Verflechtungen einer Zentralbank zu den grundlegenden Veränderungen bei vielen Komponenten. Und so ist die G&V-Rechnung, wo Sie hier die Veränderungen sehen, ein Spiegel von dieser Komplexität. Es ist eben nicht nur eine einzige Position, zum Beispiel die Einlagenzinsen, die wir an die Banken zahlen, die G&V von uns beeinflusst, sondern viele, viele andere Positionen werden auch beeinflusst. Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Kaleidoskop, das kennen Sie, wenn Sie das drehen, dann verändert sich sozusagen das Bild komplett, und so verhält es sich ein bisschen mit der Gewinn- und Verlustrichtung der Bundesbank bei einer Zinswende. Die größte Komponente ist der Nettozinsertrag, und da hatten wir im Jahr 2022 halt zwei völlig unterschiedliche Welten. Wir hatten das erste Halbjahr, wo wir noch Negativzinsen hatten, und das zweite Halbjahr, wo die Leitzinsen weiter nach oben gelaufen sind. Und in der Summe ergibt sich dann tatsächlich, obwohl wir steigende Ausgaben durch die Zinsen auf die Einlagen hatten, ergibt sich unterm Strich eben dennoch ein Gewinn beim Nettozinsertrag. Das sehen Sie hier in der ersten Kolumne, von etwa 1,5 Milliarden Euro. Der Nettozinsertrag erhöhte sich deshalb, weil wir höhere Zinserträge aus den geldpolitischen Wertpapierportfolien hatten, insbesondere durch inflationsindexierte Bundesanleihen, die wegen der anziehenden Inflation halt mehr abgeworfen haben als früher. Außerdem hatten wir Entlastungseffekte durch das Wegfall des Tierings. Das war ja eine Sonderbehandlung von bestimmten Einlagen, die nicht den Negativzinsen unterlegen sind. Und auch durch das Auslaufen der Sonderzinsperiode bei den TROs wurden ja nicht so stark verzinst wie in der Vergangenheit. Aber diese positiven Effekte wurden dann teilweise kompensiert, und zwar durch den Anstieg des Einlagesatzes, da hatte ich schon erwähnt, aber auch durch die durchschnittliche, zwar auch geringere, aber durchschnittliche TLTRU-Verzinsung und natürlich durch den Wegfall des spiegelbildlich des Negativzinses. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass durch den Anstieg
der Leitzinsen sich erstmals seit 2016 wieder Zinserträge aus dem Target-2-Saldo ergeben haben von 7,2 Milliarden Euro. Diejenigen, die bei der, Bilanzpresseerklärung der EZB verfolgt haben, haben gesehen, dass das auf deren Seite halt zu Aufwendungen führt. Allerdings ist es so, dass das kein Ertrag ist, der bei uns 1:1 sozusagen in die G&V eingeht. Denn diesem Target-Saldo stehen auf der anderen Seite auch Einlagen von den Banken gegenüber, die wir verzinsen müssen. Und das läuft praktisch gegen diese Erträge. Die Zinserträge aus den geldpolitischen Wertpapieren sind per Saldo um 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Und aus den inflationsindexierten Anleihen, die ich eben gesagt habe, haben sich dabei insgesamt Zinserträge von 3 Milliarden Euro ergeben. Im Vorjahr waren es nur 270 Millionen Euro. Das war also der Nettozinsertrag, den Sie hier in der ersten Kolumne sehen. Ein paar Worte noch zu den übrigen Posten. Die realisierten Erfolge aus Finanzoperationen und Abschreibungen bei Devisen und Wertpapieren lagen um 1,1 Milliarden Euro niedriger. Die realisierten Gewinne und Verluste sind aufgrund steigender Kapitalmarktrenditen per Saldo um 376 Millionen auf 2 Millionen Euro gesunken. Wir hatten dann Abschreibungen aus unseren Währungsreserven auf insbesondere US Treasury Notes, die zu Marktwerten bilanziert werden, wegen den höheren Kapitalmarktrenditen in den USA. Die Erträge aus den Beteiligungen, insbesondere an der EZB, haben sich aufgrund der ausgebliebenen Gewinnausschüttung von um 144 Millionen auf 28 Millionen Euro verringert. Die Belastung aus dem Nettoergebnis aus den monetären Einkünften erhöhen sich um 1 Milliarde Euro auf minus 2,2 Milliarden Euro. Das sind praktisch die monetären Einkünfte, sind die Erträge, die wir erzielen dadurch, dass wir geldpolitische Operationen machen, insbesondere Geldausleihen an die Banken, aber auch andere Operationen, Bargeldausgabe und so weiter. Und diese Einkünfte stehen dem Eurosystem als Ganzes im Grunde zu. Und deswegen müssen wir, wenn wir dort auf unserer Bilanz, auf unserer G&V-Rechnung mehr Ergebnis erzielen, als uns das nach dem Kapitalschlüssel zusteht, müssen wir das verzinsen und das eben zum Hauptrefinanzierungssatz. Das ist also auch eine Ausgabeposition, die durch die Zinswende an Bedeutung gewonnen hat. Sie sehen also unterm Strich, es sind mindestens vier Positionen, wo sich die Zinswende auswirkt, mal positiv und mal negativ. Und das, was Sie hier sehen, ist dann eben unterm Strich das Saldo. Die sonstigen Erträge haben sich vermindert. Das liegt daran, dass wir die dass wir im letzten Jahr Teilausbuchungen von D-Mark-Banknoten hatten. Ansonsten finden Sie ja noch den administrativen Aufwand und die Wagnisrückstellung. Insgesamt war das operative Ergebnis etwa in Höhe von 1 Milliarde negativ. Und wenn Sie aber hier sehen, Zuführung, Auflösung aus den Wagnisrückstellungen, dann ist das die Differenz zum letzten Jahr, wo wir ja noch Zuführung zu den Wagnisrückstellungen von 1,4 Milliarden Euro hatten. Das ist in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, wir müssen etwa 1 Milliarde auflösen und die Summe von beiden gibt dann diesen Veränderungswert von 2,3 Milliarden Euro. Die G&V-Rechnung schließt wie im Vorjahr also mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Der Bilanzgewinn ist wie schon in 2021 null. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Statements. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Vorab bitte ich Sie, nur bitte in die Mikros zu sprechen, da Sie sonst im Livestream nicht zu verstehen sind. Und außerdem bitte ich Sie, wenn Sie Ihre Frage an jemand Speziellen richten wollen, an einen Gesprächspartner hier von den beiden Herren, dann das auch zu erwähnen direkt. Ich sehe Herrn Siedenbiedel, bitteschön. Ja, vielen Dank. Mich würde doch sehr interessieren, wie das mit den Anleihen Beständen weitergehen wird. Rechnen Sie denn damit, dass Sie auch Anleihen wieder verkaufen werden und dann möglicherweise auch Kursverluste im Rahmen des Zinsanstiegs realisieren müssen? Oder wird das weiter so laufen, dass man nur die Ersetzung von Anleihen sozusagen kürzt?
Also vielleicht gleich zu der Frage, also aktive Verkäufe der Anleihen sehe ich nicht. Ich habe ja in meinen Ausführungen deutlich gemacht, dass ich mir viel mehr wünschen würde, wenn wir sozusagen die Abbaugeschwindigkeit der auslaufenden Papiere dann ab Juli erhöhen würden. Ich denke, wir können mehr machen als die jetzt vorgesehenen 15 Milliarden pro Monat. Aber es nochmal deutlich zu machen, aktive Verkäufe sehe ich nicht. Die nächste Frage stellt Herr Lacour. Bitte schön. Guten Tag, Herr Nagel. Lacour von Agence France-Presse. Ich habe eine Frage zur Inflation und die das Statistische Bundesamt hat so mitten in der höchsten Inflationssequenz seit 70 Jahren die Methode gewechselt, wie man jetzt Inflation aus deutschen Standards misst. Und das führt dazu niedrigere Inflationsraten. Würden Sie sagen, dass es ein bisschen die Lesung von dem Ganzen erschwert? Das ist nicht so wirklich zu begrüßen. Insbesondere denken Sie nicht, dass es wird eine höhere Kluft sein zwischen den tatsächlichen gemessenen Werten, die man sehen wird. Zum Beispiel, es gibt keinen 10% mehr in Oktober. Anscheinend war man noch im hohen einstiegigen Bereich. Und wie die Leute hier, die Bevölkerung, die Inflation eigentlich wahrnehmen. Das wäre auch nicht sehr hilfreich vielleicht für das Ganze. Herr Lacour, also vielleicht nur so viel dazu. Also ich kann natürlich jetzt nicht für das Statistische Bundesamt sprechen, aber was das Statistische Bundesamt gemacht hat, war ein ganz übliches Prozedere. Nach 5 Jahren wird beim Statistischen Bundesamt das Bezugsjahr verändert. Und das ist jetzt eben geschehen. Man hatte vorher das Bezugsjahr 2015, ist jetzt auf 2020. Man hat sich den Warenkorb angeschaut. Also das war ein ganz, ganz übliches Vorgehen. Insofern, was vielleicht schade war, dass an dem Tag, an dem die EZB-Ratssitzung war, dieses technische Problem beim Statistischen Bundesamt vorlag und Zahlen für Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar waren. Aber das ist jetzt ganz unabhängig von diesem statistischen Verfahren, was ein ganz übliches Prozedere ist. Zu den Inflationszahlen an sich muss ich Ihnen sagen, die sind natürlich auch nach der Revision, Anpassung, Bezugsjahr, Warenkorb natürlich viel zu hoch. Also insofern ist das für mich eher eine Frage, wo man vielleicht so eher in die technischen Spezifika reingehen kann, der Berechnungsgrundlage. Aber an der Grundaussage hat sich für mich überhaupt nichts verändert. Inflation ist zu hoch und geldpolitisch muss daher was getan werden. Die nächste Frage stellt zunächst Herr Ziedra von der Süddeutschen Zeitung. Hallo, Herr Wirmeling, ich wollte Sie bitten, noch mal zu erklären, wie diese Verluste zustande kamen. Das beim Zinsergebnis habe ich verstanden. Also den Überschuss und da die Einlagen praktisch, die höheren Einlagen, Zinskosten, die an die Banken bezahlt werden, sind da drin, habe ich verstanden. Aber die anderen Posten, und da war ja auch 1 Milliarde, ich sehe das jetzt nicht mehr hier, aber ganz erkleckliche Summen. Und ich nehme an, die waren vorher nicht negativ in den letzten Jahren. Also wenn Sie es einfach noch mal erklären können, in einfachen Worten, wir hatten letzte Woche bei der EZB das Problem, dass keiner verstanden hat, wie die Verluste zustande kamen. Ich tue mein Bestes. Vielleicht gehen wir noch mal auf die Chart zurück. Vielleicht gehen wir mal auf die Chart, die sowohl das vorherige Jahr wie das letzte Jahr zeigt, die wir im Backup haben. Nee, noch weiter. Bitte? Okay, dann gehen wir nochmal auf diese Veränderungschart, wie sie eben schon gefunden hat. Ich dachte, die hätten wir auch. Also Sie sehen hier die wesentlichen Treiber von der Gewinn- und Verlustrechnung. Herr Ziedra, Sie haben gesagt, also dass der Nettozinsertrag nochmal positiv gewesen ist. Das haben Sie verstanden und die verschiedenen Bewegungen und Gegenbewegungen. Dann haben wir halt die Verluste aus den Finanzoperationen, Abschreibung von Devisen und Wertpapieren. Da geht es vor allen Dingen um Positionen aus Währungsreserven. Da ergeben sich die Veränderungen vor allen Dingen durch die Währungsschwankungen und auch durch die Veränderung des Zinsniveaus in den Währungsräumen, aus denen wir Fremdwährung gekauft haben.
Dann haben wir die Beteiligungserträge, hatte ich gesagt, das liegt daran, dass wir keinen Gewinn von der EZB bekommen. Dann die Nettoergebnisse aus den monetären Einkünften. Das ist wirklich ein schwieriger Posten, den zu erklären. Ich habe es versucht. Die monetären Einkünfte sind praktisch die Erträge, die wir aus dem geschaffenen Geld erzielen. Ja, wenn wir zum Beispiel Banknoten rausgeben, müssen die uns ja von den Banken bezahlt werden und das Geld können wir anlegen und damit können wir Erträge erwirtschaften. So, das machen alle Zentralbanken des Eurosystems, aber diese Erträge, die stehen ja letztlich dem Eurosystem zu, weil es sind ja Euro, die wir schaffen. Und durch die unterschiedliche Inanspruchnahme von diesen geldpolitischen Operationen in den verschiedenen Ländern ergibt sich hier ein Ungleichgewicht. Dadurch, dass wir zum Beispiel 50% der Banknoten rausgeben, kriegen wir 50% der Banknoten bezahlt, können das Geld dafür anlegen, ja, obwohl uns aber nur 26,7% von den Erträgen zustehen nach unserem Kapitalschlüssel. So, das heißt, wir nehmen mehr Geld ein, mehr Seniorage ein, als uns eigentlich zusteht. Und deswegen müssen wir diesen Zusatzgewinn an Zinsergebnis mehr oder weniger abführen. Und das geschieht in Form der Verzinsung von diesem Positivsaldo. Und dadurch, dass diese Verzinsung in den vergangenen Jahren bei Null war und durch die Anhebung der Leitzinsen jetzt im Laufe des zweiten Halbjahres gestiegen ist, kommt auf einmal hier ein Ausgabeposten auf uns zu, der gestiegen ist. Personal aus Sachfondsamt habe ich erwähnt. Die sonstigen Erträge bzw. Verluste, auch hier haben wir durch die Veränderung des Zinsdifferenzials zwischen Europa und insbesondere den USA vor allen Dingen Abschreibungen auf US-Treasuries vornehmen müssen, die wir zum Marktwert bilanzieren. Teilweise haben wir auch welche verkauft. Und da sind Verluste entstanden. Das sind so im Wesentlichen die Positionen. Ist es jetzt etwas deutlicher geworden? Vielleicht ansonsten, Joachim, ja, aber bitte ergänze es gern. Wenn du erlaubst, also vielleicht, um es noch knackiger zu machen, wenn man sich die Abschreibung auf unser US-Dollar-Portfolio anschaut, wenn man 2021 die Bilanz vergleicht gegenüber 2022, haben wir zusätzliche Abschreibungen nehmen müssen von 761 Millionen Euro. Und dahinter stecken natürlich die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank. Also ich denke, die Zahl macht es noch mal so ein bisschen deutlich, was eben diese Zinseffekte, die jetzt eben durch die Veränderung in der Geldpolitik, was die dann in der Bilanz für dann eben Wirkungen erzielen. Ja. Das ist eine Wertberichtigung, weil natürlich die Anleihen, die wir im Bestand haben, ja, niedrig verzinst sind, die Zinsen steigen, dann sinkt der Wert und dann müssen wir das in unserer Bilanz abschreiben. Bei den Fremdwährungsanleihen bilanzieren wir eben zum Marktwert, während bei den Euroanleihen zum Anschaffungswert, weil wir die bis zur Hinfälligkeit halten. Das ist korrekt, die würden sich nur dann materialisieren, das war wie die Frage, genau, wenn wir eben proaktiv verkaufen würden. Vielleicht noch ein Hinweis, Herr Lacour, das ist mir noch eingefallen zu den Inflationszahlen. Ich meine, beim HVPI wurden ja keine Veränderungen vorgenommen. Und wir schauen natürlich auf den HVPI. Natürlich beim VPI, der in der deutschen Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit hat, da wird natürlich die Veränderung wahrgenommen. Aber für uns ist ja für die Geldpolitik der HVPI entscheidend. Also den Gedanken wollte ich Ihnen noch an der Stelle mitgeben. Die nächste Frage stellt Frank Mahlmeister von Plato Brief hier vorne in der Mitte. Ja, hallo Herr Nagel. Sie haben ja gesagt, dass sozusagen in Ihren Umfragen die Verbraucher und auch die Marktteilnehmer sehen, dass sie da aktiv sind in der Inflationsbekämpfung. Bei den Märkten hatte man ja zuletzt ein bisschen Zweifel, ob die Ihnen glauben. Oder lag es nur an der Kommunikation? Wie schätzen Sie das ein? Wie konnte das passieren, dass die so außer Rand und Band geraten waren danach? Und glauben Sie, dass Sie mittlerweile eingefangen sind? Und dann habe ich jetzt noch eine Frage, ob ich es verstanden habe. Sie hatten in Ihrer Rede ausgedruckt, war von weiteren deutlichen Zinsschritten nach dem März. Sie hatten das, glaube ich, auch in Indien so gesagt.
Der Satz ist aber irgendwie, zumindest habe ich ihn nicht gehört. Vielleicht lag es daran, dass ich, und dann kam es später nochmal, da hatten Sie von weiteren Zinsschritten, aber ohne deutliche. Ich finde, deutlich ist schon, ja, wenn Sie das bitte nochmal erläutern, ob Ihnen jetzt auch einfache Zinsschritte reichen oder ob sie schon deutlich sein sollen. Vielen Dank. Also zunächst mal zum ersten Teil, wie die Märkte reagiert haben. Also ich meine, ich darf ja jetzt über meine berufliche Laufbahn die Märkte schon seit mehr als 20 Jahren beobachten. Die sind manchmal so, wie sie sind. Manchmal neigen sie zu einer, zu einem gewissen Überoptimismus und dann kommt es auch zu einer gewissen Form von Übertreibung. Das würde ich mal als eine solche einordnen. Ich denke, danach ist durch klare Kommunikation oder noch klare Kommunikation gelungen, die Märkte wieder dort hinzubekommen, wo sie einfach hingehören, nämlich in einem Umfeld, wo die Inflationsrate hoch ist, die Notenbanken ihren Job zu machen haben, wir deutlich gemacht haben, dass wir im März einen deutlichen Zinsschritt gehen werden. Und so wie ich die Datenlage heute interpretiere, wir werden ja heute Nachmittag um 14 Uhr die Inflationszahlen bekommen, auch für Deutschland für Februar, die Zahlen für Nordrhein-Westfalen, habe ich gesehen, die deuten eher darauf hin, dass das Inflationsbild weiter sehr hartnäckig bleiben wird auf hohem Niveau. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn die Datenlage so bleibt, dass dann eben auch über den März hinaus deutliche Zinsschritte notwendig sind. War das jetzt klar genug? Das war klar. Das wollte ich nur wissen. Wenn damit Ihre Frage beantwortet ist, kommt die nächste Frage von Herrn Akagawa von Nikkei. Bitte schön, hinten links. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Shogoga von der japanischen Tageszeitung Nikkei. Eine Frage an Herrn Nagel. Sie haben am Statement hingewiesen, dass ein Krieg in Ukraine der Grund der Inflation ist. Deswegen möchte ich Sie fragen, wie Sie die künftigen geopolitischen Risiken einschätzen. Nicht nur Krieg in Ukraine, sondern zum Beispiel eine Spannung zwischen China und USA. Könnte das eine Auswirkung auf die deutsche oder europäische Wirtschaft haben? Danke. Besten Dank für die Frage. Vielleicht noch mal zur Einordnung. Ich hatte bei meiner Antrittsrede im Januar letzten Jahres ja schon von deutlich höheren Inflationsraten gesprochen. Das war vor dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir hatten natürlich die Situation Ende der Pandemie, weiterhin Lieferengpässe. Es war erkennbar, dass das Inflationsthema im Jahr 2022 stark ausfallen würde. Aber natürlich nicht so wie durch den 24. Februar, was ja im Grunde genommen dazu geführt hat, dass die Inflationsrate mehr als verdoppelt wurde, die Wachstumsraten mehr als halbiert wurden. Man sieht natürlich an diesem schrecklichen Ereignis deutlich, inwieweit Geopolitik eben auf, auch auf die Inflationsrate, auch auf das, was für die Notenbanken unsere Aufgabe ist, nämlich die Inflation wieder in den Griff zu bekommen, was das für Konsequenzen haben kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe mir da ein bisschen so leider die Erkältung aus von der langen Dienstreise aus Indien mitgebracht, wie wichtig es ist, dass man die Dialoge führt, jetzt im Rahmen der G20 und jetzt auch Japan hat ja dieses Jahr die G7-Präsidentschaft. Ich erwarte mir viel davon, dass man eben auf der geopolitischen Themen diese Fragen, die Sie angesprochen haben, diskutiert. Jetzt bin ich ich bin Notenbanker. Ich muss mich auf unser Mandat, auf das konzentrieren, für das wir einen unabhängigen Auftrag haben. Und insofern würde ich mich natürlich auch als Notenbanker freuen. Es wird meinen Job auch einfacher machen, wenn es zu geopolitischen Entspannungen kommen würde. Leider ist es für diesen großen Konflikt oder für diesen schrecklichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine derzeit leider nicht absehbar. Die nächste Frage stellt Brigitte Scholtes von Business Report. Bitte schön. Und Deutschlandfunk, ja. Herr Nagel oder Herr Würmeling, ich habe eine Frage eher zu der Binnenwirtschaft hier. Die Immobilienwirtschaft ist ja sehr nervös, die Baufinanzierung trocknet aus. Jetzt gibt es Forderungen, dass entsprechend der antizyklische Kapitalpuffer oder andere Regulierung gelockert werden sollen. Sie kennen die Forderung, Frau Buch hat sie auch schon abgelehnt, aber vielleicht können Sie da nochmal erläutern, wie Sie dazu stehen. Dankeschön. Ich glaube, Joachim, wir ergänzen uns da. Magst du anfangen und ich ergänze dann? Wie du das gerne. Also in der Tat
wird hier versucht, von interessierter Seite zu suggerieren, dass durch die makroprudentiellen Puffer die Bauwirtschaft und der Wohnungsbau begrenzt wird. Das ist Unsinn. Wir haben eine Zinserhöhung erlebt bei der Baufinanzierung von etwa um die 1% bis zu etwa 3,27%, was wir jetzt haben für 10 Jahre 60% Beleihungswert. Und nach Berechnungen der Bundesbank macht der antizyklische Kapitalpuffer im Durchschnitt etwa 0,03% Zinserhöhung aus. Das wäre also, wenn es jetzt 3,76 sind, könnten es 3,73 sein. Also das spielt für die Erschwinglichkeit von Immobilien keine Rolle. Ansonsten sehen wir halt, dass die Wirkung der Geldpolitik jedenfalls im Immobilienmarkt schon voll angekommen sind durch die Reduzierung des Kreditwachstums und auch durch eine gewisse Verringerung der Preise. Letzte Bemerkung. Ich glaube, man wäre schlecht beraten, wenn man jetzt angesichts der Schwierigkeiten der Probleme beim Wohnungsbau anfangen würde, die aufsichtsrechtlichen Standards für die Immobilienfinanzierung zu lockern, weil das dann würde man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und am Ende hätte man eine Immobilienblase, die platzt oder eine Immobilienkrise und das wäre für die Bauwirtschaft der allerschlechteste Zustand. Vielleicht noch Ergänzung von meiner Seite. Ich meine, das darf man natürlich nicht ausblenden. Die Immobilienwirtschaft ist durch die überaus expansive Geldpolitik durch so eine Art Superkonjunktur gegangen. Und es ist natürlich immer schwierig, sich dann quasi auf ein neues Normal einzustellen. Und wenn Sie sich mal jetzt die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen anschauen, die liegen derzeit irgendwo in der Größenordnung bei 2,70. Die 5-jährigen liegen ein bisschen höher. Das sind, sage ich jetzt mal, Rahmenbedingungen, Marktbedingungen, die sind eher das Übliche. Kenneth Rogoff hat an einer Stelle mal gesagt, das, was wir jetzt derzeit erleben, ist im Grunde genommen eine Rückbewegung zu den Mittelwerten dessen, was wir gewohnt waren, bevor wir eben in diesen Superzyklus der sehr expansiven Geldpolitik eingestiegen sind. Und ich kann Ihnen da an der Stelle ehrlich gesagt nur beipflichten. Der nächste auf meiner Liste ist... Pardon? Dann müssten wir dort... Mein Name ist Buchholz von Finanzbusiness. Und das, was Sie eben gesagt haben, Herr Nagel, könnte doch jetzt für jemanden, der in der Baubranche tätig ist oder der sich vielleicht mit dem Gedanken an ein Eigenheim, an eine Eigenheimfinanzierung trägt, könnte als Tipp verstanden werden, am besten jetzt zuzuschlagen, weil in 1, 2, 3 Jahren werden die Konditionen sicherlich ungünstiger sein. Ich denke, was ein Notenbanker tut, ist das, was er an den Zahlen jetzt am aktuellen Rand ablesen kann und was er daraus für geldpolitische Schlussfolgerungen entsprechend zieht. Aber die Ausführungen können nie als Tipp für irgendwelche Anlageempfehlungen oder Investments gewertet werden. Die Entscheidung hat jeder selbst zu treffen. Die nächste Frage stellt Panagiotis Koutoumanos von der Frankfurter Neuen Presse. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Ihrem Ausblick. Sie haben gesagt, dass in den kommenden Jahren die Belastung der Gewinnverlustrechnung deutlich zunehmen wird und dass da die Vorsorge, die bislang getroffen worden sind, wohl nicht ausreichen wird. Es sind ja doch eigentlich stolze 19,2 Milliarden Euro. Nun hätte ich auch gedacht, wenn es zu einem aktiven Verkauf von Anleihen kommt, dass dann Bewertungsverluste realisiert werden müssen, ist das sehr nachvollziehbar. Nun sagten Sie, Sie gehen nicht von einem aktiven Verkauf von Euro-Anleihen aus. Die Frage, dass es mehr als 19,2 Milliarden Euro werden, erklären sich das nur aus dem Mismatch heraus Ihrer niedrigen Anleihenrenditen in den Beständen und dem höheren Einlagensatz? Gehen Sie davon aus, dass der Einlagensatz so weit steigt
oder gibt es da weitere Faktoren? In dieser Berechnung müsste man dann ja auch annehmen, dass die US-Zinsen noch weiter steigen werden, deutlich steigen werden, was ja, müsste eigentlich davon ausgehen, dass die US-Zinsen etwas früher mit, dass die Fed etwas früher mit einer Zinssenkungsphase beginnt. Also welche Faktoren spielen da mit rein über diesen Mismatch hinaus? Oder ist es tatsächlich nur der Mismatch? Es ist vielleicht nochmal eine gute Frage nochmal, um die Einordnung unseres diesjährigen Bilanzergebnisses deutlich zu machen. Wenn Sie sich das Jahr 2022 anschauen, und Herr Würmeling hat es ja ausgeführt, hatten wir ja die ersten Zinserhöhungen gesehen im Juli letzten Jahres. Das heißt, wir sind angestiegen, wir waren noch im negativen Bereich, haben den Einlagensatz von minus 0,5 auf 0 angehoben. Wir hatten dann im September die ersten positiven Zinssätze auf den Einlagensatz. Wenn Sie unsere Bilanz reinschauen, auf die Passivseite, sehen Sie, dass die Einlagefazilität bei über 1.100 Milliarden liegt. Das heißt, wir haben erst im Jahr 2023 ein vollständiges, positives Zinsjahr, wo eben sozusagen der Zins für die Einlagefazilität voll auf unserer Passivseite durchschlägt. Deswegen können Sie eine einfache Rechnung machen, indem Sie sich die Einlagefazilität anschauen und dann eben mit der Zinsdifferenz diese Rechnung machen. Nur, die Kristallkugel habe ich auch nicht. Deswegen wäre es geradezu unredlich, Ihnen jetzt zu sagen, wir rechnen in 2023, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder treffen, mit dem und dem Ergebnis. Das hängt von vielen Faktoren ab. Sie haben einen auch genannt, beispielsweise, wie ist die Zinsentwicklung in den USA, aber insbesondere, wie ist die Zinsentwicklung hier im Euroraum. Die Kernbotschaft, die für uns als Notenbank wichtig ist. Wir haben unseren Job zu machen, wir haben unser Mandat zu erfüllen, Preisstabilität. Da kann es durchaus Phasen geben, Jahre geben, in denen man auch damit zu leben hat, dass möglicherweise die Rückstellung, die wir genommen haben, nämlich für Wagnisse, möglicherweise aufgezehrt werden in den Folgejahren und wir eben dann Verluste ausweisen und dann über Verlustvorträge über die Jahre hinweg das wieder abarbeiten mit zukünftigen Gewinnen. Das ist das Geschäftsmodell von Notenbanken. Im Übrigen auch nicht so ganz untypisch, ich habe es ja gesagt, in den 70er Jahren gab es das. 7 Jahre hatte damals die Bundesbank entsprechende Verlustvorträge ausgewiesen. Den höchsten im Jahr 1974, das war in der Phase nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, als damals die US-Dollar-Bestände natürlich aufgrund des Wechselkurseffekts, Dollar wertete ab gegenüber der D-Mark, entsprechende Abschreibung nehmen musste. Und wenn Sie sich die Größenordnung anschauen, der damaligen Verlustvorträge in der Größenordnung zum Bruttoinlandsprodukt, dann waren das ganz erhebliche, hohe Abschreibungen, die damals die Bundesbank vornehmen wollte. Ich will also damit sagen, das ist ein fast eingeübtes Verfahren. Natürlich würde ich Ihnen gerne hier auch Gewinne entsprechend präsentieren, aber das macht genau den Unterschied aus. Wir haben ein anderes Mandat, einen anderen Auftrag. Wir sind in dem Sinne mit einer typischen Geschäftsbank nicht zu vergleichen. Wenn Sie eine Nachfrage bitte erlauben, gehen Sie für dieses Jahr von nennenswerten Veränderungen bei der Höhe der Einlagenfazilität aus? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Also da würde jetzt die Spekulation beginnen. Also da wollen wir mal sehen, wie der Jahresverlauf sich entwickelt. Frank Siebelt von Reuters, bitteschön. Ja, Herr Nagel, eine Frage zu den geldpolitischen Erwartungen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen doch eine Neubewertung der Terminal Rate an den Märkten gesehen, die jetzt doch eher so beim Einlagesatz in Richtung 4% geht. Das ist deutlich im Vergleich zum Monatsbeginn. Hintergrund waren die Sorgen, dass die Kerninflationsrate doch sich als hartnäckiger erweist als zuvor noch gedacht. Wie ist Ihre Einschätzung? Liegen die Märkte da mit solchen Erwartungen eher richtig, dass sie die nach oben revidieren? Und was halten Sie von der Einschätzung, dass die Kerninflationsrate sich möglicherweise als hartnäckiger erweist als noch zuletzt gedacht? Also zunächst mal zu dem Konzept Terminal Rate oder auch Neutral Rate, das wird ja auch oft dann in solchen Fällen herangezogen. Das sind natürlich sehr, sehr theoretisch Annahmen, Modelle, die auch zum Teil dann eben auf bestimmten Modellannahmen basieren. Ich habe mich nie an dieser Diskussion um Terminal Rate und Neutral Rate beteiligt, auch ein Stück weit aus der
Demut der Erfahrung heraus des letzten Jahres, wie es eben schwierig ist in der Phase, wo man es mit so einem starken strukturellen Umbruch zu tun hat, eben jetzt bedingt durch den 24. Februar. Also insofern weiß ich nur eins, dass derzeit eben das Inflationsbild noch zu ausgeprägt, Inflationszahlen sind noch zu hoch. Deswegen bleibe ich beim Ansatz, wir müssen weiterhin robust und hartnäckig gegen die Inflation vorgehen. Ich bemühe ja gerne das Bild dafür, dass Inflation, das weiß man auch, eine hartnäckige Veranstaltung ist. Das werden wahrscheinlich heute die Zahlen für den Februar wieder belegen für Deutschland. Und dann musst du in der Geldpolitik noch ein Stück weit hartnäckiger sein. Das sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und ich habe auch mich nicht daran beteiligt, ob wir jetzt im restriktiven Bereich sind oder nicht. Ich habe zuletzt zwar gesagt, ich sehe den ehrlich gesagt nicht. Wenn ich Inflationsraten habe, die eben um die 9% sind und der Einlagensatz noch bei 2,5 ist, dann finde ich, spricht das schon allein für sich genug, dass ich als Notenbanker weiß, das ist noch nicht das Ende der Wegstrecke. Die nächste Frage stellt Isabella Bufacchi von Il Sole 24 Ore. Guten Morgen. Ich habe eine Frage für Präsident Nagel. Aber es tut mir leid, meine Frage ist in Englisch. Und Sie sehen mir nach, wenn ich auf Deutsch antworte, so hatten wir uns darauf verständigt. Ja, okay. Aber Sie stellen gerne Ihre Frage Vielen auf Dank. Englisch. Es geht um die Erhöhung der Reduzierungen des APP. Würde das bedeuten, dass das Pandemieprogramm, würden Sie auch sagen, dass das außerhalb dieser Erhöhung gehalten wird? Und würden Sie erwarten, dass die Märkte gut mit diesen Anleihebestandsreduzierungen zurechtkommen? Würden Sie sich hier Sorgen machen über die Auswirkungen auf die Finanzstabilität durch eine Neubewertung und Spread-Erweiterung? Oder würden Sie sagen, dass Sie hier das TPI brauchen? Es ist doch eine gute Botschaft, wenn wir sehen, dass die Märkte sich als überaus robust erweisen. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wir im Nachgang der Krisen der letzten 10 Jahre dafür gesorgt haben, dass die Bankbilanzen deutlich robuster aufgestellt sind. Die Banken sind besser mit Kapital ausgestattet, die Liquiditätssituation sieht besser aus. Da haben wir seitens der Geldpolitik ja auch einiges dafür getan. Und es spiegelt sich jetzt in diesen hohen Anleihebeständen wieder. Sie haben das APP-Programm genannt und das sogenannte PEP-Programm. Wenn man sich die Größe der Programme anschaut, die Laufzeitstrukturen, dann ist das APP-Programm sicherlich das Programm, wo es am naheliegendsten war, dass man geldpolitisch anfängt. Wir haben angefangen mit den 15 Milliarden, die jetzt vorgesehen, Abbau pro Monat. Ich hatte es ja gesagt, ich bin fest davon überzeugt, die Märkte werden das gut verdauen können. Märkte sind in einer guten Situation. Ich könnte mir auch vorstellen, möchte das gerne nochmal wiederholen, dass man auch sich mehr vorstellen könnte als die 15 Milliarden pro Monat. Und sicherlich, wenn man zu einer Normalisierung der Geldpolitik zurückkehren möchte, muss man sich auch das PEP-Programm anschauen. Aber das APP-Programm ist ein guter Anfang und man könnte dort die Geschwindigkeit erhöhen. Zum TPI-Programm, ich habe Ihnen in meiner Rede eine Einordnung dazu gegeben. Ein Programm, was unter ganz bestimmten Bedingungen, die der Governing Council sich gegeben hat, wenn wir davon ausgehen im Governing Council, dass die Marktbedingungen so sind, dass der geldpolitische Transmissionsprozess beeinträchtigt würde, zu einer Aktivierung kommen würde. Unter bestimmten Konditionalitäten. Eine wichtige Ergänzung für eine Grenzsituation. Bislang gab es diese Grenzsituation nicht und ich würde mir auch wünschen, dass das TPI-Programm in Zukunft nicht zu aktivieren wäre. Christian Siedenbiedel, FAZ. Ja, ich hätte noch 2 ganz kurze Nachfragen. Und zwar einmal zur Risikovorsorge. Haben Sie mal verglichen, ob das, was die Bundesbank an Risikovorsorge in den vergangenen Jahren gebildet hat, relativ zu den risikobehafteten Assets, ob das mehr ist, als das, was andere Notenbanken gemacht haben? Ob Sie also in dieser Hinsicht in einer recht komfortablen Position sind, auch zu anderen Euro-Notenbanken oder auch zur EZB? Und die 2. Frage wäre, Sie hatten angedeutet, dass Sie über Verlustvorträge das Problem lösen wollen, wenn Sie in Zukunft Verluste
in Jahresgewinn- und Verlustrechnungen haben. Wäre es auch denkbar, dass man eine umgekehrte Ausschüttung zum Bundesfinanzministerium macht und Sie sozusagen vom Bund Geld bekommen, wenn Sie dort einen Verlust auszugleichen haben? Also, vielleicht zum ersten Teil Ihrer Frage. Also, ich würde das nie als eine komfortable Situation klassifizieren wollen. Es ist zunächst mal so, und da denke ich, muss man auch noch mal die Situation für 2022 in Betracht ziehen. Wir haben es natürlich mit einem Jahr zu tun gehabt, mit ganz außergewöhnlichen Ereignissen, was sich typischerweise auch über eine sehr verantwortungsvolle Risikovorsorge typischerweise nicht abbilden lässt. Was wir aber gemacht haben, wir haben im Jahr 2016 intensiv angefangen, mit Wagnisrückstellung aufzubauen. Und mein Vorgänger im Amt hat immer wieder darauf verwiesen, dass Geldpolitik, wenn sie sehr expansiv gefahren wird, auch wenn es zu einer Zinswende kommt, mit Risiken für eine Bilanz einhergehen kann. Und alles, was ich weiß, können wir uns da ganz gut sehen lassen in der Größenordnung der Rückstellung, die wir gebildet haben und vor allen Dingen, dass wir damit sehr früh angefangen haben. Und wir haben ja insgesamt bis zu 20,2 Milliarden aufgebaut. Davon werden wir jetzt 1 Milliarde für 2022 dazu aufzehren. Und den zweiten Teil der Frage kann ich Ihnen nur sagen, das Prozedere ist klar. Sollte es zu einer Situation kommen, dass Verluste auszuweisen sind, dann wird das über Verlustvorträge für die kommenden Jahre abgearbeitet. Und das ist das, wie wir damit also bilanztechnisch umgehen und nichts anderes. Kann ich noch eine kurze Bemerkung machen zur Risikovorsorge, weil ich hier auch fürs Risikocontrolling zuständig bin und nicht erst seit 1.1. Diese ganze Bemessung unseres Risikos ergibt sich aus hochprofessionellen Methoden, die auch in den Geschäftsbanken angewendet werden. Dort wird ein bestimmtes Risiko identifiziert und wir haben Rückstellungen gebildet, so gut es ging. Und wenn wir die Folie nochmal aufrufen würden, die Folie 11, wo sich die Entwicklung der Rückstellungen ergeben, dann ist es halt so gewesen, dass diese finanzmathematischen Berechnungen dazu geführt haben, dass wir bis 2018 die Rückstellungen aufgebaut haben. Dann haben wir sie etwas abgeschmolzen, weil dort die Anleihebestände zurückgegangen sind. Und dann sind die Risiken insbesondere wegen den hohen Ankäufen im Rahmen des PEP-Programms noch erheblich angestiegen. Und wir kamen dort sozusagen mit dem Aufbau von weiteren Rückstellungen nicht hinterher. Wir haben das getan, was wir tun konnten in den letzten 2 Jahren unseren Gewinn immer in die Rückstellung gegeben. Und so ergibt sich jetzt dieser Betrag, der Aufbau der Rückstellung war immer von einem sehr konservativen Vorsorgedenken geprägt. Allerdings haben wir mit so einem massiven Zinsanstieg in so kurzer Zeit nicht kalkuliert. Die nächste Frage stellt Javier Darcy von EconoStream. Bitte schön. Vielen Dank. Ich habe eine Frage für Herrn Nagel über den geldpolitischen Zeitplan. Da haben sich ein paar Ihrer Kollegen in den letzten Tagen auch nochmal deutlich geäußert. Und ich würde Sie gerne fragen, bis wann Sie gerne den Höhepunkt der Zinsschritte erreichen würden. Wann können wir das erwarten, dass wir diesen höchsten Level erreichen? Dankeschön. Meine Erwartung hinsichtlich der notwendigen geldpolitischen Schritte wird immer dadurch geleitet, dass ich mir die Daten zu der aktuellen anstehenden geldpolitischen Sitzung des Rates, die ja in 2 Wochen sein wird, anschauen werde. Und alles andere ist Spekulation. Und ich hatte aus meiner Sicht versucht, den Punkt zu machen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir noch eine ganze Wegstrecke zu gehen haben, dass das Inflationsbild hoch bleiben wird. Und einen Punkt festzulegen, wann das dann das Plateau erreicht sein könnte, wäre spekulativ und kann ich auch gar nicht machen. Frank Wiebe vom Handelsblatt, bitte. Ja, danke. Mit dem Abschmelzen der Bilanzsumme kommt ja unweigerlich irgendwann die Diskussion auf, wie weit man abschmilzt.
Und dann stellt sich die Frage, geht man so weit, dass die Liquidität so weit verknappt ist, dass man die Geldpolitik wie früher wieder quasi von der Kreditseite steuert? Oder lässt man es so, die Bilanzsumme so groß, da müsste sie ja erheblich größer sein, als sie früher war, dass man das weiter so wie bisher über die Einlagenseite machen kann, was, glaube ich, manche Leute bequemer finden. Würde mich nur interessieren, gibt es da schon eine Meinung in der Bundesbank zu, in welche, also ob man eher für die eine oder für die andere Richtung eintreten möchte? Also zunächst mal ist es ja so, ich habe ja die Zahl genannt, also wir reden ja jetzt, wenn man nur die Ankaufsportfolien sich anschaut, noch über 5.000 Milliarden, 5 Billionen, die Bilanzen der Notenbanken, die konsolidierte Bilanz der Notenbanken, des Eurosystems ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Das heißt, wir haben noch relativ Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir möglicherweise den neuen geldpolitischen Handlungsrahmen gestalten können. Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass wir in der Bundesbank, aber natürlich auch im Eurosystem, da eine intensive Diskussion darüber führen. Aber alles, was ich dazu jetzt im Detail sagen könnte, das wäre wirklich zu vorläufig. Herr Lacour nochmal von AfP. Danke. Ich habe eine Frage zu den Lohnsteigerungen. Also in dem Statement, den Sie abgegeben haben, steht, dass diese überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen zunehmend in den Preisen sich niederschlagen dürften. Ist das so ein Statement, dass Sie schon das einpreisen, dass es überdurchschnittliche Steigerungen geben wird und dass deshalb die Inflation dauerhaft hoch bleiben wird, insbesondere hier in Deutschland? Wobei, wenn man zum Beispiel bei der EZB, Herr De Guindo sagte im Interview, letztlich die Gewerkschaften könnten geneigt werden, also einen zu hohen Lohnausgleich zu fordern, und das wären vielleicht Stoff für eine Lohnpreisspirale, die die EZB unbedingt vermeiden möchte. Deshalb wollte ich ein bisschen vielleicht, dass Sie klarstellen, was meinen Sie mit überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen, und sind Sie für Sie eigentlich irgendwas, das eine Gegebenheit, oder wollen Sie auch appellieren, dass die Gewerkschaften vor dem Hintergrund, den wir kennen, ja viele Konflikte derzeit in Deutschland, also Mäßigkeit, Mäßigung behandeln? Also vielleicht mal möchte ich anfangen damit, dass, wenn Sie sich die Reallöhne anschauen, ist das jetzt das dritte Jahr, in dem die Arbeitnehmer Reallohnverluste hinnehmen mussten. Also die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, waren für das vergangene Jahr -3,1%. Also aus einer neutralen Sicht betrachtet ist es nachvollziehbar, dass die Tarifpartner in intensiven Diskussionen sind, wie die Lohnsteigerungen ausfallen sollten. Wir haben ja zuletzt in den Monatsberichten der Bundesbank dazu Stellung genommen, wie wir die derzeitige Situation einschätzen. Da haben wir deutlich gemacht, dass wir keine Preis-Lohn-Spirale sehen. Aber wir sehen durchaus die Möglichkeit, dass es Zweitrundeneffekte gibt und dass die absehbar sein könnten. Auch bei Lohnabschlüssen, die deutlich sozusagen möglicherweise in den aktuellen, also unterhalb des aktuellen Inflationsrandes liegen, sind sie möglicherweise dennoch hoch in Relation zum Wachstum des Produktionspotenzials und unserem mittelfristigen Inflationsziel von 2%. Also das ist insofern eine Konstellation, die eben keine Zweitrundeneffekte ausschließt, aber eine Preis-Lohn-Spirale, das kann ich nicht bestätigen. Carsten Englert von der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, bitteschön. Ja, hallo, ich habe gleich eine ganze Reihe von Fragen. Also zum einen zum Thema Lohnentwicklung auch. Ich sehe hier so über den Daumen gepeilt, hat auch die Bundesbank 16-17% mehr Personalaufwand. Ist das auch schon inflationsbedingte Lohnsteigerung oder ist das der Personalbestand so stark gewachsen? Dann zweitens im Segment Fiskalpolitik im Geschäftsbericht stand, dass die Schuldenquote der BRD um 200 Basispunkte zurückgegangen ist. Ist das vor oder nach diesen ganzen Sondervermögen, die aufgelegt wurden? Also ist das damit eingerechnet oder nicht? Und dann noch eine kurze Frage zum Zahlungsverkehr. Der T2-Start wurde ja schon mehrfach verschoben und soll jetzt im März stattfinden. Bleibt es diesmal dabei? Danke. Also zur letzten Frage kann ich Ihnen Folgendes sagen. Es bleibt dabei im März. Also das Projekt wird jetzt zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Ich denke, es war auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass es bei einem so großen Projekt, bei so einem großen IT-Projekt mit der Komplexität, dass es da zu Verschiebungen kommt.
Also das halte ich nicht so für völlig aus der Welt gesehen. Aber jetzt im März wird es dann losgehen. Wir sehen insbesondere, wenn man sich die Zahlen anschaut, Sie haben ja den Personalaufwand sich angeschaut, also diesen erhöhten Kostentrend, da spielen insbesondere die Rückstellungen für die Beihilfen eine große Rolle. Die sind an der Stelle deutlich gestiegen bei der Bundesbank. Und der erste Teil der Frage, da müssen Sie mir nochmal helfen, das war Personalaufwendung, das war die. Also Sie kennen ja die Bundesbank als öffentliche Institution, Arbeitgeber. Wir hängen mit unserem Gehaltsgefüge an den Verhandlungen des öffentlichen Dienstes. Insofern, das, was man bei uns in den Löhnen und Gehältern sieht, ist das, was jetzt dann gerade verhandelt wird und was dann perspektivisch sich dann auch in unseren Kosten niederschlagen wird. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt im Moment keine. Wenn alle Fragen beantwortet sind, dann bedanke ich mich erstmal sehr herzlich, auch im Namen der Bundesbank, für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und habe auch noch zwei Hinweise. Der erste geht an diejenigen, die noch sozusagen eine Zweitrunde mit dieser Pressekonferenz drehen wollen. Wir werden es später, können Sie das auf unserer Internetseite nochmal das Video sehen. Und diejenigen von Ihnen, die noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Appetit und vielleicht auch Gesprächsbedarf haben, sind herzlich eingeladen zu einem kleinen Imbiss hier im Eingangsbereich vor dem Kuppelsaal. Ja, und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.